Deutschland, Demoland. Wir sind durchs ganze Land gereist und haben Corona-Demos begleitet. 6 Tage, 8 Demos in 7 Städten. Wir waren auf Kundgebungen, Mahnwachen und Spaziergängen. Aber wer sind diese Menschen, die sich als das Volk und die unterdrückte Mehrheit bezeichnen? Unsere Politik agiert von irgendwo gesteuert. Die sind unter Druck gesetzt, ich weiß es nicht. Dann gehe ich ins Gefängnis und lieber lasse ich mich erschießen. Das können die machen. Das können sie machen wie im Dritten Reich. Ja, man will den sogenannten großen Reset durchziehen. Gesteuerte Politiker, das neue Dritte Reich, der große Reset. Solche absurden Verschwörungsmythen hört man oft auf diesen Demos. Wir haben uns auf eine Recherchereise durch ein Land begeben, in dem täglich Dutzende Corona-Demos stattfinden. Faschisten! Montag, 18 Uhr in Berlin-Marzahn. Wir treffen 12 Corona-Impfgegner, die sich auf Telegram für einen Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht verabredet haben. Viele von ihnen sind das erste Mal bei einer Corona-Demo. Mittlerweile finden hunderte Spaziergänge, also unangemeldete Demos, an jedem Montagabend in der ganzen Republik statt. Dienstag, 18 Uhr in Bernau. Hier haben sich etwa 1200 Protestler vor dem Bahnhof versammelt. Es werden Reden über die Unterdrückung der Ungeimpften gehalten. Angst vor einem bösen, unvernünftigen Ungeimpften, von dem angesteckt zu werden. Die Ängste sind für diese Menschen real und dennoch sind sie irreal. All diese Menschen befinden sich in einer Massenpsychose. Einer der Teilnehmer hat sich für die Demo extra einen Aluhut gebastelt. Ja, man will den sogenannten großen Reset durchziehen. Man will eine völlige Gesellschaftsveränderung weltweit durchknallen. Und da steht als erste Verhaltensregel für eine humane, globalistische und ökologische Gesellschaft weltweit, halte die Weltbevölkerung unter 500 Millionen. Und da muss man ja irgendwo mal mit anfangen. Und wir werden jetzt mit dieser Pandemie und vor allen Dingen mit dieser Impfkampagne beglückt, wo die Nebenwirkungen ja schon immer bekannter werden. Ja. Verschwörungsmythiker wie Manuel glauben tatsächlich daran. Alles ist eine große Verschwörung, mit dem Ziel, Milliarden Menschen zu ermorden. Man sieht sich mit dem Rücken zur Wand, im Verteidigungsmodus. Mittwoch, 17 Uhr in Stuttgart. Die Demo mit mehr als 200 Protestlern zieht durch die Innenstadt. Mary aus Stuttgart ist das erste Mal dabei. Die vielen Nebenwirkungen werden nicht kommuniziert, nur in Medien, die man nicht schauen darf. Und es ist einfach ein unmöglicher, ich möchte sagen, krimineller Zustand. Und darf ich fragen, sind Sie selbst geimpft? Nein, sonst wäre ich hier nicht dabei. Never ever. Nur unter Zwang. Bettina Dielek ist mit ihrem Enkelsohn Giulio auf der Demo. Nichts könnte sie dazu bringen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Ich würde mich nie impfen lassen. Und wie ich gehört habe, gibt es schon Gefängnisse. Dann gehe ich ins Gefängnis und lieber lasse ich mich erschießen. Das können die machen. Das können sie machen wie im Dritten Reich. Wie im Dritten Reich. Diese Gleichsetzung hört man immer wieder auf den Demos. Eine Gleichsetzung zwischen 6 Millionen ermordeten Juden und einer Impfkampagne, die Menschenleben retten soll. Ein anderer Teilnehmer hält die Corona-Pandemie für eine geplante Aktion. Beweise dafür gibt es keine, aber viel Zustimmung auf YouTube und Telegram. Diese Pandemie, also meiner Meinung nach ist es eine Plandemie, ist eine von Massenmedien erzeugte Massenhysterie bzw. Psychose. Ganz einfach in einem Satz zusammengefasst. Für das Grundgesetz, für die Verfassung, für die Selbstbestimmung. Sie demonstrieren gegen eine Impfpflicht, gegen die Corona-Maßnahmen, gegen die Maskenpflicht. Heute Abend tragen trotzdem alle eine Maske. Sie wissen, dass die Demo sonst aufgelöst wird. Donnerstag, 18 Uhr, Haldensleben. Keiner trägt eine Maske. Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird auch nicht eingehalten. Die Polizei sagt, für die Verstöße haften hinterher die Veranstalter. Immer wieder öffnen Anwohner die Fenster und rufen den Protestlern zu, haut ab, ihr lebt nicht in einer Diktatur, ihr dürft nämlich demonstrieren. Es gibt auch Demonstranten, die ihren Unmut ohne das Abbiegen in Verschwörungsmythen kundtun. Ich finde, wir Politiker haben in unserer Zeit Grundrechte zu Privilegien ernannt und das lehne ich absolut ab. Vor 10, 15 Jahren haben wir noch diskutiert, dass kein Genfutter in unserer Milch kommt oder in Nahrungsmittel und jetzt akzeptieren wir eine Gentherapie als Impfung, wo, wie meine Frau schon sagte, keine Langzeitstudien existieren. Und der Schritt, der mich auf die Straße bringen hat, ist jetzt die Impfpflicht für Pflegekräfte. Weil das ist so die Salamitaktik,
wo Stück für Stück, ich nehme an, mit Bundeswehr hat es angefangen, jetzt Pflegekräfte, dann kommen Staatsdiener, also die abhängig sind vom Staat und dann die ganze Bevölkerung. Der neue Bundeskanzler ist hier nicht wohlgelitten. Dazu stelle ich fest, unsere Gesellschaft ist nicht gespalten. Wir sprechen auch mit den Veranstaltern. Sie sprechen von Volkeszorn, von mutwilligen Lügen der Regierung. Beweise dafür haben sie nicht. Wenn man Hass und Hetze sieht oder Lügen verbreitet, so wie die Regierung, dann müssen sie sich halt nicht wundern, wenn das Volk irgendwann wütend wird. So, und wir hier, wir sind doch nichts anderes als die Kanalisation dessen. Wir geben doch den Menschen die Möglichkeit, ihre Meinung zu sagen und sich endlich den Druck von der Wähle zu reden. Nichts anderes. Zum Ende der Mahnwache muss die Polizei doch noch eingreifen. 5 Teilnehmer haben Preußenflaggen mitgebracht. Die schwarz-weiße Flagge, die häufig von Reichsbürgern auf Demos geschwenkt wird, darf bei der Mahnwache nicht gezeigt werden. Rechtsextreme haben hier in dem Gehetze gegen Globalisten ein Zuhause gefunden. Freitag 18 Uhr. Ein Spaziergang in Wittmund. Mit dabei die Ex-Krankenschwester Silvia. Sie ist nicht geimpft und glaubt nicht an die Gefährlichkeit des Virus. Das ist hier typisch. Die Pandemie, die weltweit über 5 Millionen Menschenleben forderte, wird als Lüge abgetan. Die Impfungen als todbringendes Gift. Warum sind Sie nicht geimpft? Weil ich als ehemalige Krankenschwester nicht von Impfung sprechen kann. Ich habe sogar vor, der Krankenkasse das schriftlich zu geben, dass ich ihre Dienste am liebsten gar nicht mehr wahrnehmen möchte. Weil schon gar nicht bei Corona. Ich bin als Krankenschwester völlig in der Lage, mich da selber zu kurieren. Das können Sie mir glauben. Vor dem Rathaus werden Kerzen aufgestellt gegen die Spaltung der Gesellschaft. Die Farbe Weiß steht für ungeimpft. Samstag 16 Uhr in Hamburg. 11.500 Menschen ziehen mit Plakaten gegen die Impfpflicht um die Alster. Was sie eint, ist die Wut auf den Staat, die Medien und Misstrauen gegen die Corona-Maßnahmen. Und absurdes Geschwurbel. Körperliche Unversehrtheit, Würde des Menschen. Unsere Politik agiert von irgendwo gesteuert. Die sind unter Druck gesetzt, ich weiß es nicht. Aber wer würde das denn steuern? Irgendwelche mächtigen, großen Konzerne, keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht, jeder weiß ja, was ich meine. Die mit dieser chemischen Keule kommen, mit dieser Waffe, werde ich mich entsprechend auch wehren. Da würde ich eher ausfallen. Ganze Arbeit gemacht. Wohin? Und das ist tatsächlich. Ich weiß nicht, zur Not nach Russland. Aber, Russland. Ausgerechnet Russland. Der Ort? Kein Zufall. Denn der Autokrat Putin, der Oppositionelle ermorden ließ und in Nachbarländern einmarschierte, wird hier von vielen als Held gefeiert. Wollt ihr echt, dass euer Kind so aufwachsen muss? Wollt ihr echt, dass euer Kind Angst hat vor Luft? Berlin am Samstag um 12 Uhr. Es war eine große Demo gegen die Corona-Maßnahmen vor dem Brandenburger Tor geplant. Sie wurde aber nie genehmigt. Ein paar Protestler haben sich trotzdem hier versammelt. Faschisten! Frieden, Freiheit, eine Diktatur! Weil die Versammlung aufgelöst wird, beschließen ein paar Protestler, einen nicht genehmigten Demozug zum Checkpoint Charlie zu starten. Es dauert nicht lange, dann rückt die Polizei an, schneidet den Menschen den Weg ab, nimmt einige fest, die sich den Anweisungen widersetzen. Die inoffizielle Demo ist schnell beendet. Und die Corona-Protestler beschließen, die Pandemie und ihren Frust einfach wegzutanzen. Auch bei dieser letzten Demo ist es schwierig, Stimmen der Vernunft zu finden, die nicht in Verschwörungstheorien abgleiten, die nicht giften gegen Gentherapie und diffuse Globalisten. Vielleicht gibt es diese Stimmen. Allein, man hört sie kaum im Chor der Irrationalen.